Hi. Da sind wir wieder. Wir waren dann noch mal kurz im Science-A-Bereich. Haben bemerkt, dass wir gar nicht im Krematorium waren. Dass irgendeiner dieser Leichensäcke tatsächlich einen Schlüsselcode für die letzte und so weiter dabei hatte. Bin mir ziemlich sicher, wir waren da mal drin, aber hey. Wo haben die nachgesehen? Keine Ahnung. Wer erwartet in den Leichensäcken sowas? Selbstverständlich da. Zeugs. Ja, ist okay. Gut, das heißt, wir. Was? Mach einfach alles, bevor ich überhaupt zuschauen kann. Deswegen werde ich mich jetzt hier hinstellen und erstmal upgraden, weil ich wieder Punkte gekriegt habe in der Zeit. Ja, wundervoll. Will nämlich die Waffe eigentlich nutzen, also. So, Masterplan, Fehlen das mir noch heißt. etwa 50 Punkte, ja. Du müsstest dann hier deine Karte einsetzen. Hier. Ja, hier. Wieso bist du eigentlich da? Bist du upgraden? Okay. Nee, ich war schon längst wieder hier im Gang. Ich habe geschaut, wo hier ist. Achso. Ja. Ja, Mass Control Panel. Ich nehme an, dass du da die andere Karte brauchst, nicht die Activation Card, sondern die, keine Ahnung. Macht sich sehr leicht. Das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe, wie man die Karten da einsetzen soll. Der Regel rüberziehen. Das sagt sich so leicht, weil das nicht funktioniert. Dann funktioniert das nicht, okay. Dann eine von deinen. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir die Teile erstmal alle an. Wo auch immer die waren. Du weißt also sicher noch. Die waren in der Masse drin, meine ich. Zumindest eins davon. Also hier hinten. Hinter der Tram. Ekelhaft. Flaches Wasser. Nicht tauchen. Haben wir gemerkt. Wupp. Hier war es nicht. Hier sind aber noch Chemikalien drin. Du hast gemeint, du brauchst noch was. Osmium und Fermium, ja. Ansonsten laufen wir jetzt wieder mal planlos durch die Gegend. Weise. Hier Osmium und Fermium, da ist Molybdän. Nope, nichts Passendes. Mich wollte sowieso wie so ein Forschungszentrum mit halbwegs normalem Raumaufbau zu sowas werden kann. In diesem Raum haben wir auch noch nie. In diesem, ja, okay. Ich laufe gerade zurück, ja. Nummerncode, bitte. Ist da eine Zahl bei? Die Zahl. Ja, 1, 2, Oh, 3. eins. Blasts 1. Note to self. The code for 3, Blast 2, 4, 4, Device 1 in 7. the maximum security area is. Huch. Good job. Was war das? Ja, wir wurden zurückgesetzt. Wow. Was? Einfach nur was? Kurzen Moment. Schau, was ich dabei habe. Hey, Die selber hatte ich. zurückgesetzt. Ja. Was auch immer da gerade passiert ist. Das war. Nein, noch nicht speichern.
Science hier. Sehr, sehr seltsam. Trotzdem recht alt. Nee, das ist der von gerade eben gewesen, meine ich. Ja, lädt aber nicht. Ich war gerade mitten im Menü und habe gerade Sachen gegessen, aber hey. Ja. Ja, ich dachte, Darkheads sind schlechte Orte zum Essen. Also neu starten, ja. Kommt Sachen, die wir aufgesammelt haben, fehlen übrigens auch wieder, ne? Kommt sich also teilweise. Ja, was die ist? Sachen, die wir vorhin im letzten Speicherstand aufgesammelt haben. Mir fehlen tatsächlich einige Cybermodule. Die wir nämlich später aufgesammelt haben und ich weiß nicht mehr wo. Machen wir jetzt, wenn das gelöst ist. Hi. Problem gelöst. Möglicherweise. Fürs Erste. So, war jetzt das Ding, was du gefunden hattest? Ja, geh ich gerade hin. Gut. Ich folg mal. Unauffällig mit meiner Looting Wrench. Sollst du nicht mal folgen? Oh. Stimmt, Schleuderdinger. Alles klar, wie das Area. Ja, ich guck nach. Da. Das ist ein anderer Code, als er steht. Achso, 1 war das nicht 2. Hehe. Ja. Yeah. 3, 2, 4, 4, 7. Last device one activated. Wunderbar, es funktioniert tatsächlich. Weil es eine Reihenfolge gibt, wer hätte das denn erwartet? Ich nicht. Ist mir aufgefallen. Sarkasmus aus. Nein, es war wirklich das Master Control Panel, was wir da hatten. Stand ja auch drauf. Boah. Wie Master ist, weiß niemand. Hier waren wir. Ja, hier waren wir schon. Natürlich waren wir hier schon. So, jetzt hat hier von uns eine Karte. Das heißt, wir können theoretisch unabhängig voneinander die restlichen beiden Control Panels suchen. Die ja wohl. Dann fahre ich damit halt ran, ne? Irgendwo hier sein müssen. Eigentlich nicht, weil eigentlich. Das, was oder da war, ist, das am, war das am Ende der Master Key nur? Das war der Master Key nur, dachte ich doch gerade. Das war nicht zu erwarten. Beziehungsweise das war nicht eindeutig für mich. Ah, okay. Das heißt, die sind alle drei in der Masse irgendwo, war das so? Müssen sie wohl hoch. Nadenwerfer, wo bist du hin? Da bist du hin. Was würde ich nach oben? Ja. Ja, der ist schon leer. Okay, dann nicht. Ich glaube, hier oben waren wir noch gar nicht drauf. Wir waren auch in. Wir sind so unordentlich. Wir waren in diesem Raum gar nicht schon drin, aber. Weißt du, was? 3. Ich hab die 2. Was ist die 2? Okay, Moment. Dann gebe ich kurz die 2 durch. Die 2 ist 9, 2, 7, 5, 6. Falls man es gemerkt hat, ich kann inzwischen Zahlen richtig ausbrechen, richtig in Reihenfolge. Das war sehr viel Arbeit. Caution. Last device to activated. Ist schon so ein kleines Wunder, ja. Ja, 5-3. Jo. Und die letzte. Caution.
Last device tree activated. Und jetzt geht's zurück zu Tram. Wenn man den Weg dann noch irgendwie findet. Bin da. Gut, ich auch gleich, glaube ich. Möglicherweise unter Umständen, keine Ahnung. Da steht ein Rumbler im Weg. Moment. Und ich habe meine Zwangsstrukturierung immer noch nicht. Gut. Dead. Alternativ, wenn wir uns auch umbringen können, haben wir uns die Fahrt gespart. Egal. Du bist drin, du stehst mir wieder daneben. Ja. Hui, hallo, der Nächste. Einfach ignorieren. Okay, den auch? Sind einige. Pack einfach deine Karte hier rein. Ich versuch die mal abzulenken. Wo ist hier? In die... In das Messer-Controller. Ah, ja. Ich hatte die... Ja, so viel dazu. Gute Ablenkung übrigens. Ja, sorry. Ich kann schlecht ablenken, wenn ich tot bin, ne? Ja, warum lässt du dich auch einfach umbringen? Weil die Viecher dezent stark sind. Die Energie erschöpft. Okay, das geht natürlich auch. Warning. Blasting of maximum noch nicht. Security wing in process. Blasting in 5 seconds. 3, 2, 1. Bumpelibump. Bin tot. Okay, that should prevent the further spread of the many. Well done. Head to the shuttle and return to the mothership. I require a blow-by-blow report from you. Okay. Wollen wir nochmal nachsehen gehen? Ob da sich irgendwelches getan hat? Aha, jawohl. Wo steht's denn Giggles? Malfunction on the railway. Ah, Tür ist zu. Und der Knopf ist verschwunden. Okay, das regelt das. Aber wir haben doch einen Umweg gefunden, um da zu kommen. Ich möchte das jetzt einfach mal sehen. So. Wo war denn das? Hier? Ja, Lager, genau, hier war das. Oder hat sich jetzt auch ein Seherz-Shot geschlossen? Nee, du musst das so sehen. Es war nie geplant, dass man von hier aus da überhaupt hin kann. Lass mich mal bitte machen. Okay. Das ist garantiert nicht geplant gewesen. Es war nur geplant, dass man von der anderen Seite da hinkommt. Moment. Ist aber auch zu. Auch zu? Also. Ja. Ja gut, dann halt nicht. So, was war der Auftrag jetzt? Wir sollen zurückgehen, ne? Ja, keine Ahnung. Ohne das Zeug und so weiter. Go back to the shuttle. Ja. Also wieder zurück durch alle Türen. Ja. Fun. Darüber hinaus habe ich Zeit komplett aus den Augen verloren. Ach, was soll's. Zeit ist eh relativ und total egal. Speichern, ganz wichtig. Da. Okay, gut. Ja, falsche Tür. Ich habe irgendwas auf den Tipp gehört und die ganzen Marker mal platziert. Wenn ich jetzt irgendwie muss, das der Sinn mir immer noch. Ja, lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Du hast mich nur blockiert. Ich habe jetzt da ziemlich viel Schaden gefressen. Achso. Und nochmal speichern? Kann man es eigentlich sparen. Oder? Nein. Okay. Da.
Siehst du? Seh nix. Eben. Synchronisation. Ja, wo nichts ist. Ich sah bis eben keinen Fehler. Deswegen habe ich es dir gerade gesagt. Gut, also... Jo. So, dann haben wir das wieder erledigt. Dann können wir hoffentlich ohne größere Störung weiter. Kommst du? So, das war doch, wenn ich dann einfach geradeaus weiter. Jo. Klappt doch reibungslos, wunderbar. Achso, das war wieder die Stelle, wenn ich bitten dürfte. Gerne noch was mehr? Oder so, danke. Das war ein schöner Flug. Hat man das auch wieder mal gesehen. Ja, hier spreche ich einfach nochmal. Warum? Weil es geht. Warum? Weil ich keine Brandgranate mehr habe. Durch eine Brandgranate? Ach, was soll's. Ja, ist gut. Und raus. Ja. Und wieder eine Hürde weniger. Ja. Ey. Obacht. Reflex. Du mich auch mit deinen Reflexen. Getrennte Wege, kommt wenigstens einer an. Auf die eine oder andere Weise. Eichhörnchen. Nein, es ist ein Eichhörnchen, keine Pflanze. Ihr lügt mich nicht an, das ist böse. Schneebiester und Schneemobile und Glocken. Das ist doch sehr atmosphärisch gehalten. Das ist nicht am Eichhörnchen. Doch, bist ein Eichhörnchen? Ein sehr fettes Eichhörnchen. Ich bin beim Shuttle. Okay. Braucht noch einen Moment. Okay, oder so. Commander. Beim Shuttle sind übrigens 10 von den Viechern. Und eine Cutscene. Ich habe keine Cutscene. Ich schon. Okay, an order is an order. Make the necessary arrangements. I'll have a drink to the poor sod. Too bad about him. Was passt denn mit dem Codex nicht? Naja. Was war? Irgendwas passt denn mit dem Codex nicht. Da stand irgendwas und man kann es nicht lesen können. Das ist toll. Ich bin immer noch beim Shuttle. Ja, die Katze ist noch nicht vorbei. Jetzt kommen erstmal die Credits. Okay, wer war das denn?
Ah, es sind wirklich immer mehr Leute, die hier mitgearbeitet haben. Faszinierend. Kommt drauf an, eventuell wird die Cutscene ja noch getriggert, wenn du durch bist. Ist ja häufiger so, aber. Ist immer so gewesen bisher. Ich warte ich sie auch zuerst. Weil du da gehostet hast, ja. Jetzt. Ne, dachte ich ja. Ach, ich hab so viel Cuts gemacht, bis gleich. Gut, Cuts sehen durch. Ein Resümee wäre jetzt angebracht. Willst du anfangen oder soll ich? Ja. Also gleichzeitig reden ist schwierig in so einer Situation, ne? Dann fange ich halt an. Ja, also der Gedanke ist sehr gut gewesen, muss ich sagen. Also mal kein Raumschiff-Station, sondern mal wirklich Planet mit Atmosphäre und Schnee. Und generell schön gemacht gewesen. Schade, dass es so kurz war. Ich meine, gut, es ist eine sehr offene FM gewesen, von daher kann man irgendwie auch verstehen. Ja, und abgesehen der vielen üblichen Multiplayer-Bugs. Wow! Richtig britisch ausgesprochen. System Shock 1, deutsche Übersetzung. Ja! Echt? Bugs? Nee, nicht Bugs, aber Trioptimum zum Beispiel. Ah oh, ja. Und Cyborg. Auch sehr schön. Ich schweife ab. Tust du tatsächlich. Die ganzen Multiplayer-Bugs, für die die FM nur gar nichts kann, die jetzt mit einem davon den Spaß verdorben haben. Tut mir leid, aber wenn ich ein Spiel spielen will, will ich mich nicht um die Fehler des Spiels kümmern müssen, während ich versuche, dieses Spiel ansatzweise spielbar zu halten. Hashtag New Dark Engine oder so in der Richtung. Keine Ahnung, wie man das heutzutage macht. Die Jugend von heute so hip und cool und Hashtag. Deine Gedanken dazu? Tja, meine Gedanken. Ich meine, System Shock an sich ist ein richtig gutes Spiel, was im Singleplayer höchstwahrscheinlich einfach viel zu hart ist. Ich schweife auch ein bisschen. Ich fass was größer jetzt, aber. Alles gut, alles gut. Im Singleplayer hast du ja hier nur diese begrenzten Respawns und was nicht alles, keine Ahnung. Deswegen eigentlich sich perfekt für den Multiplayer eignet. Aber das einfach so grottenschlecht ist. Ja. Auch gerade zwischen den Aufnahmen höre ich von meinem lieben Aufnahmepartner hier gerade ständig, dass ich da nicht ständig mich da so reinsteigern soll, aber es regt mich halt wirklich auf, wenn ich ein Spiel spielen will und es einfach nicht klappt. Ja. Deswegen war es ein bisschen schwer für mich, das ganze Teil zu genießen, aber man an sich die Idee war gut. Die Schneejedis ganz am Anfang waren schon mal richtig overpowered. Wie sein muss. Nee, aber einer. Aber doch nicht überall. Man konnte die doch nicht umbringen. Man kann doch nicht immer an allem vorbeirennen, weil das ist dann nur noch hektisch und man kann nicht alle Sachen kriegen und stirbt ständig. Miep. Ansonsten, so blöd es auch klingt, die Masse. Die ich hasse. Und es reimt sich, deswegen ist es voll gut. Nee, aber ich hab die Masse schon. Ja. Der schlimmste Teil aus dem Originalspiel. Weiß ich, also ich fand die Rickenbacker bedeutend grauenvoller. Erinnere ich mich schon nicht mehr dran. Das ist eine riesige Level, wo du hochklettern musst. Das war der zweite Teil, dieser komische Bubu-Braum war. Ah, ja. Trotzdem, Masse ist grausam. Ansonsten das übliche, Orientierung. Ich meine,
Was soll ich groß dazu sagen? Das Setting an sich war gut, die Idee war gut. Irgendwie, dass dieses eine Sicherheitsshot, was nötig ist, einfach nicht funktioniert hat, ist unpraktisch gewesen. Weil das eigentlich ohne jetzt die richtigen Waffen das Spiel unspielbar macht. Ja, gut, stimmt, das ist tatsächlich ein Bug gewesen, der wahrscheinlich von der FM kommt. Eben. Irgendein so. Events-Trigger falsch gesetzt. Ich habe auf jeden Fall eigentlich kaum was dazu zu sagen, weil ich einfach nicht groß was dazu zu sagen habe. Gut gemacht, Snowfire. Ja. Ja. Das ist gut. Rette mich. Ich dich, nö. Ich fahre jetzt in Urlaub. Automatisch kommen, das ist deine Entscheidung. Bah. Was? Und damit Teaser-Trailer-mäßig. Was wird Urlaub passieren? Finden Sie mehr heraus in der nächsten Staffel System Shock 2, die Fan Mission. Jordan in Bikini, ja. Was? Was? Oh, wenn du wüsstest. Ich weiß gar nichts, das weißt du. Letzte Worte.